Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Tägliche Top-News und unser regionales Online-Kaufhaus finden Sie auf regional-magazin.at. Auto Püringer in Peuerbach. Top-Service für alle Automarken. Wir garantieren schnelle Terminvereinbarung und höchste Servicequalität. Auto Püringer, viele Marken, fairer Preis. Besuchen Sie uns in Peuerbach und auch auf auto-pueringer.at. Sei dabei am Samstag, den 2. Juli 2022 ab 11 Uhr am Kirchenplatz in Christkirchen beim großen Sommerfest des SV Pöttinger Christkirchen mit Street-Soccer-Turnier für Nachwuchsmannschaften und einem tollen Rahmenprogramm. Alle Infos auf svchristkirchen.at. Guntermatic. Heizen mit Holz ist CO2-neutral und stärkt die heimische Wirtschaft. Ein gepflegter und naturnaher Kulturwald schützt zudem vor Waldbränden mit hohen Emissionen. Unsere ökologische Holzhackschnitzleitung verbindet höchste Betriebssicherheit mit echtem Heizkomfort. Sie eignen sich für große Einfamilienhäuser, landwirtschaftliche Betriebe und Nahwärmenetze. Guntermatic produziert seit über 20 Jahren hochmoderne und langlebige Hackschnitzleitungen. Ein großer Vorteil der Powerchip-Anlagen sind die extrem robusten, industriell einsetzbaren und vielseitigen Austragungslösungen. Dabei können Sie schnell und einfach auch auf andere Brennstoffe wie Pellets, Miscanthus, Energiekorn und Pflanzenstoffe umgestellt werden. Guntermatic Hackgutanlagen arbeiten mit einem einzigartigen Treppenrostsystem. Die Brennstoffe werden auf einem sich kontinuierlich bewegenden Treppenrost zunächst getrocknet, dann verbrannt und anschließend von der Asche getrennt. Diese ermöglicht die exakte Regulierung von Glutbettgröße und Kesselleistung und einem ökologischen und ökonomischen hervorragenden Wirkungsgrad von bis zu 94%. Um sicherzustellen, dass Sie unseren hohen Qualitätsanforderungen und denen unserer anspruchsvollsten Kunden gerecht werden, fertigen wir unsere Hackgutanlagen ausschließlich mit besten Materialien zur Gänze im eigenen, hochmodernen Werk in Oberösterreich. Tausende zufriedene Kunden schwören auf die bewährte Powerchip-Technologie. Es ist ein Fußballfest der Extraklasse, das am 24. Juni 2022 über und rund um den grünen Rasen in der Guntermatic Arena Peuerbach am Programm steht. Denn in einem Aufbauspiel für die Bundesliga-Saison 2022-23 trifft die SV Guntermatic Ried auf den x-fachen griechischen Meister Olympiakos Piräus. Der Champions League-Dauergast, der sich auch in der gerade zu Ende gegangenen Saison wieder zum Titel kickte, hat sein Trainingszelt sowie derzeit viele weitere europäische Topclubs im Sportland Oberösterreich, in diesem Fall in der Therme Geimberg, aufgeschlagen. Man hat schon ein bisschen Kontakt gehabt. Man merkt natürlich, dass das eine andere Liga ist. Die Rieder sind ein bisschen, wie soll man sagen, bodenständig und sind der verwurzelte Verein im Innviertel. Das merkt man bei den Spielern, bei den Betreuern. Bei Olympiakos ist das einfach etwas anders. Man merkt Champions League, die Wünsche, die Notwendigkeiten, was sie alles brauchen, sind vielfältig. Aber wir sind gut gerüstet gewesen und die paar Dinge, was wir noch nicht gehabt haben, haben wir Nachmittag noch erledigt. Möglich gemacht hat dieses Fußballschmankerl ein waschechter Peuerbacher Unternehmer. Günther Huemer ist mit seiner Firma Guntermatic ja auch Namensinhalt der SV Guntermatic Ried. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr stolz. Wir haben bisher unsere Aktivitäten konzentriert auf Ried, aber die Peuerbacher haben schon ewig angeklopft und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal was machen und deswegen gibt es jetzt die Guntermatic Arena. Und noch mehr freut es uns, dass die Landesligamannschaft in Peuerbach jetzt auch in denselben Farben wie die Guntermatic Ried spielt. Natürlich ganz, ganz was Besonderes, dass wir eine Champions League Mannschaft, einen griechischen Meister nach Peuerbach bekommen. Wir sind sehr stolz. Wir freuen uns ganz besonders, ich überhaupt,
nachdem ich vor 25 Jahren als FIFA-Schiedsrichterassistent mein letztes Spiel in der Champions League bei Olympiakos Piräus gehabt habe. Für mich schließt sich in einer gewissen Form der Kreis. Aber wir sind sehr, sehr dankbar der Firma Gontamatic für das Sponsoring. Die nächsten 5 Jahre wird unser Stadion Gontamatic Arena Beuerbach heißen. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind schon gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Damit haben die Innviertler im Hausruckviertel in der Gontamatic Arena Beuerbach mehr oder minder ein Heimspiel. Absolut, ja. Und es ist auch schön, dass die Firma Gontamatic bei uns Sponsor ist, hier in Beuerbach Sponsor ist. Ich denke, so entsteht Nähe und es ist eine wunderschöne Geschichte. Naja, es ist schon ein bisschen was anderes, aber es freut mich sehr, dass wir den großen Wunsch des Günter Huemer, seines Zeichens Geschäftsführer der Firma Gontamatic, erfüllen konnten und einen sehr, sehr prominenten Testgegner, nämlich einen, der was 10-mal so viel wert ist wie unser SV Gontamatic Riedkader, da nach Beuerbach lotsen haben können und ihm sozusagen in seiner Heimat und in seiner Heimarena ein schönes Spiel hoffentlich zelebrieren werden. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, wir haben uns jetzt heuer geeinigt, dass Gontamatic der Stadionsponsor wird. Über 6 Jahre ist eine wunderbare Verbindung. Passt, er ist ein Beuerbacher, ein Vorzeigebetrieb. Also schöner kann es nicht gehen. Ja, natürlich. Also wir leben in der Region, wir leben von der Region, wir leben mit der Region. Und da soll es ein Geben und Nehmen sein. Und das freut uns sehr, wenn wir das machen können und ein bisschen was zurückgeben können. Ja, top. Also wir haben schon gesagt, wie wir heute zu Beginn gekommen sind. Der Platz ist in einem super Zustand. Das Rundherum, glaube ich, hat sich Beuerbach sehr bemüht und Gontamatic sowieso, dass uns da gut geht und das hat man auch gesehen. Die Spieler haben sich wohlgefühlt, wir haben sie wohlgefühlt da und ich denke, wir haben es alle Zuseher dann mit einem sehr guten Spiel zurückgegeben. Die Bundesliga-Kicker aus dem Innviertel zeigen bei diesem Fußballfest einmal mehr, warum man bei den Fans an die 1000 Fußballfreunde bevölkern an diesem Abend die Gontamatic Arena so beliebt ist. Autogramme und Selfies sind für die SVR-Spieler keine unangenehme, sondern eine sehr gern ausgeübte Beschäftigung. Es ist sehr, sehr wichtig, weil ich denke, die Fans oder gerade im Innviertel mit Umgebung Christkirchen, Beuerbach, das sind, glaube ich, viele, viele SVR-Fans, die kommen auch zu uns ins Stadion bei den Spielen. Ja, und im Sommer, glaube ich, hast du die Möglichkeit, dass du dann einmal zu den Fans, sage ich mal, ein bisschen näher kommst. Und ich denke, für beide Seiten eine super, super Geschichte. Und wenn man da schaut, was da heute los war, ja, das ist Fußball und da sind wir gerne dabei. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch da nach dem Spiel, wenn speziell viele Kinder da sind, wo sich wirklich jeder Spieler auch die Zeit nimmt und auch Zeit nehmen muss. Das ist das Wichtigste, das gehört dazu. Und ich glaube, für den einen Spieler gleich sehr, sehr wichtig, dass die sehen, wie das bei uns im Verein abbrennt. Ich glaube, jeder, der schon ein paar Jahre bei uns ist, weiß eh, wie das ist und dass das einfach bei uns im Innviertel dazugehört. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, die Nähe vom Verein, von der Mannschaft, auch zu den Fans, auch zu den Kindern, das ist sehr, sehr wichtig. Und schön dann natürlich auch, dass man in der Vorbereitung ein bisschen in der Umgebung herumkommt und die Spiele da abhält. Absolut, genau das ist unser Zugang. Wir wollen schauen, dass wir die Leute in der Region mitreißen. Wir wollen, dass wir unser Stadion füllen, indem wir wirklich begeistern und mit unserem Fußball auch begeistern. Und begeistern heißt in dem Fall nicht, dass wir jetzt jeden Gegner an die Wand spielen, aber dass wir zumindest uns in jeder Partie zerreißen, dass die kämpferische Leistung immer sehr, sehr gut ist. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir in der Vorbereitung, wo wir die Möglichkeit haben, auch in der Region spielen und auch die Nähe zu den Leuten suchen. Wie gesagt, wir wollen ja dann, dass sie auch hinter uns stehen, wenn es dann schlussendlich um Punkte geht. Diesen Probegalopp können die Heinle-Schützlinge in vollen Zügen genießen. Die Nervenschlacht bei der Millimeterentscheidung im Abstiegskampf in der Saison 2021-22 ist aber noch in den Köpfen der Funktionäre und Spieler. Ja, ich denke, für einen jungen Trainer und ein junges Trainerteam gibt es wahrscheinlich keine brenzlige Situation wie die letzten 5 Partien, wo es dann ja in jedem Spiel mehr oder weniger sich bis zum Abstieg zugespitzt hat. Ich denke, dass wir das im ganzen Team, Betreuerstab rundherum sehr, sehr gut gemeistert haben. Es war eine richtige Feuertaufe für uns. Und ich glaube, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, dann glaube ich, haben wir sehr viele Kenntnisse und Schlüsse daraus gezogen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass wir es sehr gut gemacht haben. Und es ist aber auch schön jetzt, wenn wir mal wieder sich wirklich rein innerlichen Dingen widmen kann und der mentale Aspekt dann nicht mehr ganz so hoch anzusiedeln ist, wie es am Ende war.
Natürlich sehr, sehr turbulent, aber ich glaube, ich bin jetzt 15 Jahre im Profigeschäft und ja, habe mit der Zeit dann irgendwie einmal gelernt, mit dem umzugehen, dass man da ja, ruhig bleiben muss, dass man weiterarbeiten muss, ja, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Aber natürlich ist man ehrgeizig und ja, waren schon Phasen dabei, wo man ja, schlaflose Nächte gehabt hat. Aber das ist einfach in unserem Job so und das ist auch das Schöne daran. Naja, das war ja unser oberstes Ziel. Wir haben das in der letzten Runde, sprich in der 22. Runde des Grunddurchgangs um 5 Minuten leider verpasst, muss man ganz offen sagen. Da haben wir toll gespielt. Dann haben wir sie am Anfang dann natürlich war ein Knacks in der Mannschaft drinnen, weil es natürlich so knapp vor dem großen Ziel, nämlich einmal den Klassenerhalt gesichert zu haben und dann gegen die Top-Mannschaften Österreichs in der Meistergruppe dabei zu sein, verpasst. Dann ist natürlich, macht es was mit an. Und dann haben wir lang gebraucht und haben sie auch wirklich schwer getan, da wieder den richtigen Weg zu finden und haben das dann in der letzten Runde trotzdem aus eigener Kraft noch in trockene Tücher gebracht. Um auf deine Frage einzugehen, Nerven hat mir das keine gekostet, weil ich davon überzeugt war, dass wir es schaffen. Ja, natürlich, für uns alle. Also es war wirklich sehr, sehr eng und man hat gesehen, immer wenn man in das Unterplayoff kommt, dann wird es eng und da muss man kämpfen und wir haben gekämpft und es ist sich Gott sei Dank ausgegangen. Vor allen Dingen, Ried gehört einfach in die Bundesliga. Also ich finde definitiv, ohne Ried würde was abgehen. Nichts mit dem Abstieg zu tun hatte die Union Peuerbach in der Landesliga West. Jetzt freut man sich auf eine sehr oft volle Gunter-Matic-Arena in der kommenden Saison. Denn in der gibt für die Fans Derbys am laufenden Band zu sehen. Ja, die Landesliga war früher sehr, sehr spannend und wir hätten nie und nie mehr erwartet, dass wir so eine Saison abliefern. Hut ab von der Mannschaft, also wirklich vom 1 bis 20, die haben alle voll gefeiert. Wir haben auch genug gefeiert, glaube ich auch. Das war wirklich eine tolle Saison, wir sind Zweiter im Frühjahr geworden. Jetzt schauen wir heute halt einmal, dass wir einigermaßen wieder in die nächste Saison kommen. Und damit Riesenderbys. Riesenderbys, klar. Natürlich, wenn ich jetzt dann schon Christkirchen, ja, natürlich für die Christkirchen tut es mir leid, dass sie angestiegen sind. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, dass bei uns sind, von Herrn Schollerbach her, in St. Marienkirchen, Andorf, Scherding, Esternberg. Also wir freuen uns auf einen tollen Herbst. Es wird spannend, wird auch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden, aber lassen wir es rüberkommen. Wie dann das aussehen wird, das zeigen die vielen Ehrenamtlichen bei diesem Spitzenspiel SV Ried gegen Olympiakos Piräus. Genügend Labstellen, damit die knapp 1000 Fußballfreunde schnell zu Speis und Trank kommen und Ordner, die den Besuchern in allen Belangen hilfreich zur Seite stehen. Natürlich gibt es bei diesem Topspiel auch einen VIP-Bereich für Partner und Sponsoren. Diesen auch bei den Megaderbys in der Landesliga West in Betrieb zu nehmen, daran tüfteln die Verantwortlichen der Union Peuerbach derzeit noch. Eine Idee, die man ganz sicher in die Praxis umsetzen kann, vielleicht sogar umsetzen sollte. Damit jetzt zum Match SV Gunter-Matic Ried gegen Olympiakos Piräus. Der Einlauf der Mannschaften ist natürlich eine unvergessliche Geschichte für die Kleinsten und Kleinen aus der großen Nachwuchsabteilung der Union Peuerbach. Zur Freude der vielen SVR-Fans haben die Wikinger in diesem Spiel die erste ganz gute Möglichkeit zur Führung. Nach einem sehenswerten Angriff zieht Mikic ab, sein Schuss verfehlt um keinen Meter das Heiligtum der Griechen. Die nächste zeigenswerte Szene in diesem Aufbauspiel gibt's nach knapp einer halben Stunde in der Gunter-Matic-Arena Peuerbach zu sehen. Nach einem Champions-League-tauglichen Angriff der Piräus-Kicker fehlt ebenfalls nicht allzu viel zum 1:0 der Griechen. 5 Minuten später dürfen dann die vielen Anhänger der Innviertler beinahe über die Führung jubeln. Die Betonung liegt auf beinahe. Denn die Abwehr des griechischen Meisters kann diese gerade noch verhindern. Praktisch im Gegenzug gibt es das erste Mal so einige Arbeit für Samuel Radlinger. Der Einser der SV Gunter-Matic Ried fischt das Runde aus dem Kreuzeck, klärt zur Ecke, die dann für Olympiakos nichts einbringt.
In der 40. Minute wird es für die Rieder noch einmal unangenehm. Piräus mit einem Freistoß an der 16er Linie. Fadiga führt aus und verschafft Radlinger das nächste Mal gehörig viel Arbeit. Dies die letzte zeigenswerte Aktion in Halbzeit 1. Jetzt ist für die knapp 1000 Fußballfreunde wieder Zeit für Plaudereien und sich mit den Weltklasse-Bratwürsterl und einem Bierchen auf Hälfte 2 vorzubereiten. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Tägliche Top-News und unser regionales Online-Kaufhaus finden Sie auf regional-magazin.at. Auto Püringer in Peuerbach. Top-Service für alle Automarken. Wir garantieren schnelle Terminvereinbarung und höchste Servicequalität. Auto Püringer, viele Marken, fairer Preis. Besuchen Sie uns in Peuerbach und auch auf auto-pueringer.at. Sei dabei am Samstag, den 2. Juli 2022 ab 11 Uhr am Kirchenplatz in Christkirchen beim großen Sommerfest des SV Pöttinger Christkirchen mit Streetsoccer-Turnier für Nachwuchsmannschaften und einem tollen Rahmenprogramm. Alle Infos auf svchristkirchen.at. Gunther Matig. Heizen mit Holz ist CO2-neutral und stärkt die heimische Wirtschaft. Ein gepflegter und naturnaher Kulturwald schützt zudem vor Waldbränden mit hohen Emissionen. Unsere ökologische Holzhackschnitzleitung verbindet höchste Betriebssicherheit mit echtem Heizkomfort. Sie eignen sich für große Einfamilienhäuser, landwirtschaftliche Betriebe und Nahwärmenetze. Gunther Matig produziert seit über 20 Jahren hochmoderne und langlebige Hackschnitzleitungen. Ein großer Vorteil der Powerchip-Anlagen sind die extrem robusten, industriell einsetzbaren und vielseitigen Austragungslösungen. Dabei können Sie schnell und einfach auch auf andere Brennstoffe wie Pellets, Miscanthus, Energiekorn und Pflanzenstoffe umgestellt werden. Gunther-Matig-Hackgutanlagen arbeiten mit einem einzigartigen Treppenrostsystem. Die Brennstoffe werden auf einem sich kontinuierlich bewegenden Treppenrost zunächst getrocknet, dann verbrannt und anschließend von der Asche getrennt. Diese ermöglicht die exakte Regulierung von Glutbettgröße und Kesselleistung und einem ökologischen und ökonomischen hervorragenden Wirkungsgrad von bis zu 94%. Um sicherzustellen, dass Sie unseren hohen Qualitätsanforderungen und denen unserer anspruchsvollsten Kunden gerecht werden, fertigen wir unsere Hackgutanlagen ausschließlich mit besten Materialien zur Gänze im eigenen, hochmodernen Werk in Oberösterreich. Tausende zufriedene Kunden schwören auf die bewährte Powerchip-Technologie. In Hälfte 2 sind knapp 8 Minuten gespielt. Da gibt's dieses Foul an SVR-Neuzugang Christoph Mondschein im Piräus-Strafraum zu sehen. Für den unparteiischen Dr. Haselbrunner eine klare Sache, er deutet auf den Punkt, 11 Meter für die Innviertler. Der Gefaulte übernimmt selbst die Verantwortung und netzt lässig zum 1:0 ein. Für Mondschein, vom LASK zur SVR gewechselt, ein Top-Einstand. Nur 120 Sekunden später kann, nein, muss es auch schon 2:0 für die Grün-Schwarzen stehen. Aber jetzt lässt der SVR-Neuzugang diesen Sitzer zu seinem zweiten Treffer für die Wikinger aus. Er schiebt das Leder rechts am Piräus-Heiligtum vorbei. Zwischen der 55. und 60. Minute dann die üblichen Wechselspiele bei einem Freundschaftsmatch. Statt Radlinger hütet etwa Jonas Wendlinger jetzt das SVR-Viereck. Bei Olympiakos Piräus ist in Peuerbach nach einer Stunde für die fast gesamte Startelf Arbeitsschluss. In der 69. Minute ein super Spielzug der Elf von Chefcoach Christian Heinle über die rechte Seite. Da läuft die Kugel wie am Schnürchen. Und am Ende grätscht Stefan Nutz das Runde in das Eckige der Griechen. Thomas Wimleitner, der Hausruckviertler Stadionsprecher der Innviertler, darf in der 69. Minute in der Gunther-Matig-Arena Peuerbach verkünden. Die SV Gunther-Matig Ried führt gegen den 47-fachen griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 2:0.
Vier Minuten nach dem 2:0 sind die Jungs aus dem gerade in Österreich so beliebten Urlaubsland nahe dran am 1:2 Anschlusstreffer. Den verhindern die Innviertler aber mit vereinten Kräften und klären zur Ecke, die dann auch nichts Zählbares für die Gäste einbringt. 7 Minuten vor dem Ende, dann abermals ein pipi-feiner Angriff der Heinle-Boys. Und bei dem fehlt am Ende auch nicht allzu viel, um die Fans über das 3:0 jubeln zu lassen. Das ist es dann bei diesem Fußballfest der Extraklasse. Die SV Kontamatik Ried schlägt Griechenlands 47-fachen Champ Olympiakos Piräus mit 2:0 und macht nicht nur mit diesem Ergebnis, sondern auch mit ihrer Bodenständigkeit und der Fan-Nähe die vielen SVR-Anhänger glücklich. Hier noch die Schlussworte des Wikinger-Kapitän und von Christian Heinle, dem Hausogviertler im Diensten der Innviertler. Ich denke, es war ein Vorbereitungsspiel und man hat gesehen, dass beide Mannschaften einiges probiert haben. Das heißt, den Endstand oder das möchte ich auf gar keinen Fall überbewerten. Aber es ist richtig, ich war halt sehr zufrieden mit der kämpferischen Leistung. Wir sind weite Phasen des Spiels heute oder haben weite Phasen gegen den Ball arbeiten müssen und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Wir können auch sehr viel Erkenntnisse aus dem Spiel rausziehen und natürlich, wenn du dann am Schluss gewinnst, ist es umso schöner. Wie Sie sagen, letzte Woche schon in Christkirchen auch, da heute in Bayerbach auch, der ganze Fußballplatz ist voll. Freut natürlich unser Spieler auch, weil es natürlich schöner ist, vor ein paar Leuten zum Spielen, wie wenn nichts los war. Und ja, man sieht auch, dass da unser Hauptsponsor Gutamatik auch sehr dahinter steht. Schön zum Sehen und wie gesagt, super Gegner heute, super Ergebnis und ja, hoffe, wir kommen die nächsten Jahre wieder her.